Hallo, meine lieben YouTuber. Herzlich willkommen zu Folge 65. Dass ich so viel hochlade, hätte ich nie gedacht. Euer Interesse gefällt mir. Also werde ich erstmal so weitermachen. Den Feedback, den ich bekommen habe, das Rauschen, habe ich ab gestellt. Das waren nämlich die Wetterphänomene, Gewitter und Schneestürme und hast du nicht gesehen, die das Rauschen verursacht haben. Inzwischen, ich habe mich da mit Loco auseinandergesetzt. Der hatte das schon viel, viel eher abgestellt, weil ihn das genervt hat. Ich habe es jetzt auch abgestellt, die Wetterphänomene. Und hoffe, dass die zukünftigen Videos ohne Rauschen sind. Wenn euch das gefällt, was ihr seht, dann bitte lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann ein Abo und das Glöckchen aktivieren. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen, euer Hallo. Und kann den getämmt dann in den Rucksack stecken, ne? Weil mit Level 1 brauchst du den nicht hinter dir herlaufen lassen. Da ist er sofort tot, wenn du auf Gegner triffst. Ja, nee, den packst du doch ins Inventar. Den ersten Server, den ich gespielt habe, da habe ich das ausprobiert mit dem Tamen. Und was habe ich mir genommen? Hier so einen mit Schild. Kennst du bestimmt auch. Und der läuft mit Axt und Schild rum. Ja, die kenne ich Der hat ja so von der viel, der hat so Mine. viel HP. Und da wusste ich das noch nicht, dass die Level 1 werden. Ne? Und da bin ich in der Mine gewesen, da waren die Level 16 bis 18 oder so. Und das hast du ja schnell erreicht. Die habe ich dann mit dem Speer down gemacht. Zu der Zeit war das noch so, dass du zu dem Scharfschützen oder zu dem Schützen, Scharfschützen sage ich schon, zu dem Schützen auf dem Turm hochlaufen konntest. Hast jetzt zweimal ins Gesicht gepiekt. Und da war der Daumen. Dann haben sie das gepatcht und mit mal haben die Schützen richtig Aua gemacht. Er ja, ist auch verständlich, ne? Wenn du keine Aua kriegst und da schießt einer auf dich und du kriegst keine Aua. Ist ja nicht im Sinne des Erfinders, sage ich jetzt mal. So, die letzten 25% werden wohl etwas dauern, denke ich mal. Mit Fleisch, mit Fisch wird das ruckzuck gehen, aber mit Fleisch dauert es eben seine Zeit. Ich kann nur hoffen, dass jetzt in dem Moment kein anderer Spieler kommt. Das Ja, hab ich auch schon. und dir dann den noch wegmacht. Da war ich aber, ja, war zu gierig, sage ich jetzt mal, ne? Da habe ich mir so einen Axtkämpfer getamed. Am Rande der Wüste in dem Dorf da. Und das klappte so gut, da habe ich mir gedacht, ich hole mir noch einen zweiten. Ne? Und kurz bevor also der zweite hatte 80%, da kommt ein Spieler, die ganze Zeit hatte ich Ruhe, ne? Und ich habe dann auch hinter dem gestanden und ich habe mich nicht umgeguckt, also muss ich dazugeben. Ja, hat er sich von hinten angestrichen, schießt mir den Kopf tot. Und den ersten hatte ich vollgepackt, weil ne, ich bin dann immer rundherum gegangen und habe gefarmt. Steine, Holz und so weiter, das habe ich dem alles in die Tasche gepackt. Und dann wollte ich den hinter mir herlaufen lassen. Ne? Ja. Und der Spieler hat natürlich meine ganzen Klamotten genommen. Und ich habe dann so ein bisschen im Chat so mit meinem gebrochenen Englisch geweint. Und da sagt er, nee, ich habe dein Team nicht angefasst und so weiter und so fort. Ja. Der 80% Team ist dann aus dem Team rausgegangen und hat den ersten umgehauen.
Und der zweite wurde dann wieder, auf Deutsch gesagt, wild. Und der hat mich dann nochmal umgeboxt. So ein Axtkämpfer macht ganz gut Aua. Ja, und dann war alles weg, ne? Beide Tames weg. Ja. Oh, ist passiert. Was soll man machen? Oder ich kenne die Stellen in die Wüste, wo Chili gibt. Will mir Chili holen, ne? Also Chili-Samen. Und claime mir einen Panzer. Fahr mit dem Panzer zu der Stelle. Steig aus, lauf, also da war so eine Stelle, wo dann so 5, 6, 7, 8 Pflanzen von Chili sind. Ne? Da kriegst du dann, wenn du Glück hast, kriegst du dann Samen. Ich steig aus, gehe zum Chili, baue den Chili ab und mit mal werde ich von meinem eigenen Panzer erschossen. Ah, super. Da haben zwei Chinesen aufgepasst. In dem Moment, wo ich ausgestiegen bin, haben die sich den Panzer getämt, können die ja. Wenn ich aussteige, können die den Panzer nehmen. Und haben mich abgeschossen. Ne? Ich habe noch versucht, mich in den Wald zu retten oder so weiter, aber die sind mit dem Panzer hinter mir her. Und da habe ich gesehen, ne? Einer saß im Panzer und einer saß oben drauf. Und beides chinesische Namen und dann siehst du ja, wurde es von dem und dem erschossen. Ey, da. Alles klar. Sachen sind mir schon passiert. Die Fehler mache ich nicht wieder. Hoffentlich. So, 82%. Noch 1100. Und ich habe noch 14 Dinger über. Weil ich mache mir immer 20. Weil du hast manche, die, da musst du zu Anfang dann 5, 6 Stück draufschmeißen, bevor die sich hinknien. Und wenn du da nur mit 10 hingehst und schmeißt schon 5 drauf oder noch mehr, bei manchen funktioniert das nicht richtig, dann hast du keine Dinger mehr, ne? In der Tasche. Ja, das ist dann doof, ja. Und dann stehst du davor, der kniet vor dir und du hast keine Dinger mehr. Deswegen, ich mache, also von den Dingern mache ich mir immer 20, ne? Entweder 20 einfache oder 20, 20 gute, die länger halten. Nachher, wenn du genügend Scherben und genügend Mats hast, weil die großen kosten ja hier elektronische Teile und mechanische Teile, die einfachen kosten ja nur ein paar Ätherscherben und Klebeband und Eisenbarren. Und Eisenbarren findest du ja unterwegs in den Autos, wenn du die kaputt machst. Ja, richtig, ja. Ja, und die großen kannst du natürlich nur an der Waffenwerkbank bauen, ne? Die kleinen kannst du so unterwegs bauen. Aber das haben sie gut gemacht. Also der Seelenbrecher hier, der Scharfschütze, der ist Level 18, den ich jetzt habe. Aber gleich, wenn der durch ist hier, dann hat er Level 1. Aber ich habe auch schon Level 60 getamed und die werden alle Level 1. Was ja auch verständlich ist. Und in der Lernphase habe ich mir dann ja nochmal so ein, wie heißt der, Stahlschild oder so heißt der, mit dem Schild getamed. Habe ich gedacht, ich bin schlauer. Und habe den am Rande von der Eisenmine hingestellt und habe gesagt, so hier, ne, kannst ja über Z kannst das einstellen, ob er folgen soll, ob er warten soll und in welcher Entfernung er Feinde angreifen soll, ob er dann Feinde bevorzugen soll, die Rüstung haben oder die leben. Ne? Du kannst du alles einstellen. Und ich stelle den an den Rand der Mine, pack den voll, gehe in die Mine, weiter abbauen, komm wieder, ist der tot.
Ja, ist Level 1 und dann ist hier außenrum bei den Minen laufen ja manchmal auch Leute. Da ist so ein Speerträger gekommen und hat den einfach umgenietet. Bumm. Ganze Loot weg. Und die ganzen Fähigkeiten von denen, die kennt man ja noch gar nicht. Na? Und wenn du überfallen wirst und hast einen im Ofen sitzen, der droppt mit, ne? Das kriegen dann die Gegner. Hast du den hochgelevelt? Also mein höchster, den ich hochgelevelt habe im Ofen, war 62. Aber den konnte ich nicht mehr testen, weil die Base angegriffen und überlaufen wurde. Das war der Ninja. Deswegen, viele machen das gar nicht mehr. Mit dem Tamen. Aber ich denke mal, wir spielen hier länger und ich will so einige ausprobieren. Haben mir auch schon Videos angeguckt hier von dem fliegenden Sergeanten, wie der getamt wird, oder die in den NPC-Basen sind mit den Raketenwerfern. Da gibt es ja welche mit Lasergewehr. Die machen richtig Okay. gut Dauer. Der eine hatte eine gute Taktik, muss ich sagen. Der hat den fliegenden Sergeanten gepult, hatte vorher ein Auto, hier so ein kleines, das Anfängerauto hingestellt. Dann ist er da in das Auto und hat den hinter sich hergezogen. Und dann an so einem Felsen, der war frei, da konnte er rundherum fahren. Da ist er dann immer im Kreis gefahren. Und hat sich dann an so eine Überhangstelle hingestellt, hat den beobachtet und der Sergeant hat weiter auf das Auto geschossen, aber das Auto nicht getroffen, sondern den Felsen. Ja, und da ist er ausgestiegen, ist hinter den, hat ihm die Dinger ins Kreuz geschmissen und hat den getämmt, ne? Der hat aber Lieblingsfutter, hat er. Hamburger, die kannst du erst mit Level 59 machen. Ja, okay. Das war ein Russe, also der das Video gemacht hat. Der hat dann auch ein paar andere. Der spielt mit seiner Frau übrigens. Oh, schön. Gut, das Video ist auf Russisch, aber ich will ja auch nur gucken, wie er das macht und nicht hören, was die hier sammeln da. Aber der spielt mit seiner Frau, ne? Die sind zu zweit. Ich weiß jetzt nicht auf welchem Server, keine Ahnung, vielleicht privat oder so, ne? Also über The Front gibt es schon einige Videos. Auch der, wo ich dir von erzählt habe, wo ich mit zusammengespielt habe, auf dem vorletzten Server, der hat auch ein Video gemacht. So eine Basis mit Welle 50. Allerdings hast du sofort gesehen, dass das privater PvE-Server und er hat zwar so getan, aber ich kenne ihn ja nun, ne? Er hat zwar so getan, als wenn er das alles erarbeitet hat, sagen wir es mal so. Aber das hat er sich alles gespawnt, hat das denn gebaut, ne, in Wolfram. Und dann hat er auch so gesagt, ja, er muss mal nachgucken, ob die Geschütze genug Muni haben und so weiter. Das hat er sich alles übers Admin-Menü, hat er die Kanonen voll gemacht. Ne? Und Welle 50 ist schon heftig. Was ich noch nicht rausgefunden hat, hat dann irgendwas erzählt über eine Klatschwand, wo dann diese minderwertigen, sag ich jetzt mal dazu, ne, die Speerkämpfer-Axt, die da kommen, wo die dann gegenlaufen. Na, und da hat er dann auch hier die Schnetzler und hat die Kanonen dann eben nur auf Elite So, und Boss gestellt. ich muss mal ins Bett. Wir sehen uns morgen. Nein, heute hoffe ich.
Oder heute, ja, klar. Weil wir haben 4 nach 4, ne? Ja, Du dann weißt ja, gute Nächte. Tschüss. von 11 bis 14 Uhr ist Raid-Zeit. Ja. Jo, bis dann. Ja, bis dann. Schön, gute Nachtruhe. Jo, dir auch. Okay, Logo. Gut, dann bin ich wieder alleine jetzt. Noch 2% noch. Der sollte keins mehr ins Kreuz kriegen müssen. Dann gehört er mir. Muss er nur noch heile nach Hause. Jetzt der Kuckel runter, der Panzer brennt schon. Mal gucken, wie viel Haltbarkeit der noch hat. Sonst laufe ich. Auf jeden Fall will ich mir noch den Weizen holen. Beziehungsweise Weizensamen. In der Mitte gibt es auch eine Stelle, wo es Chili gibt. Wenn ich die wiederfinde, dann nehme ich mir auch Chili mit. Weil ganz im Norden laufe ich nicht für Chili. Da gibt es eine Chili-Farm. Da ist er soweit, jawohl. So. Dann F drücken. Unterwerfen. Dann ist er meiner. Und dann das Essen rausnehmen. Nochmal F drücken und ab in den Rucksack. Gefolge ziehen sich zurück. Plupp. Und dann müsste er. Da ist er. Der Seelenbrecher. Der ist Scharfschütze. Ob der funktioniert, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schaue ich mal, ob ich überhaupt noch mit dem Panzer fahren kann oder ob der schon so beschädigt ist. Man kann immer noch fahren, wenn er brennt. Der hat noch Leben. Aber man muss aufpassen, dass man in dem Panzer nicht stirbt. Nein, der Loot dürfte noch nicht wieder da sein. Aber so lange hat das nicht gedauert. Da ist er ja. Der eine wollte jetzt. Die sind wieder da. Aber der Loot, doch der Loot innen. Nee, habe ich das drin gelassen? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Nee, das habe ich da drin liegen lassen. So, das waren nur die beiden, die da waren. Ja, ein bisschen Leben hat er noch. Etwas fahren kann ich da mit. Da hat auch einer eine Base gebaut. Sprit hat er auch noch. Mal gucken, wie weit ich komme mit dem Panzer noch. Es weiß ja keiner, dass da keine Muni mehr drin ist. Hier ist also der Spot.
mit den, wie heißen die? Maultier, Hirsche oder so. Mal auf der Straße bleiben. Ja, das Auto ist wieder da. Moment, jetzt muss ich mich gerade selber orientieren, wo ich bin. Da. Hier müsste es auch schon. Also hier gibt es, hier in dem Bereich gibt es mit Sicherheit Weizen. Also die Information, die ich gegeben habe, ist verkehrt. Der spawnt auch bei Tonnen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt schon genug habe. Oder nicht. Ja, da bin ich voll. Das ist auch Müll. Müll. Noch 6 Eisenbahnen.
Axt und Knochen. Ah, ich werde die Schneemänner nicht mehr machen. Normal sollte ich auch weiter zu Fuß laufen. Kann ich überhaupt eine Matte machen? Ja. Ja, das ist mir zu unsicher. Ein bisschen könnte ich noch. Aber ich glaube, der brennt schon zu sehr. Hier lasse ich den stehen. Der ist mir zu kaputt. Möchte da drin nicht sterben. Fenster aus Stein, aber den Schalter nehme ich mit. Würze nehme ich auch mit. Fisch lasse ich hier. Und ich brauche noch Platz für Weizensamen. Also brauche ich zwei Plätze. Einmal Weizen und einmal Samen. Habe auch einmal eine Base gebaut. Mit Abwehr. Schon. Mal so ein bisschen durch die Botanik laufen hier. Da ist der Mine.